Zuschauer von Koch TV, heute ist ein besonderer Tag. Wir machen einen Kurzfilm in Genf. Wir wollen etwas drehen über unseren Gocher Künstler Theodor Peters. Und Janine möchte die einleitende Worte sagen. Mein Name ist Janine von Hulstein, ich bin Beigeordnete der Gemeinde Genf. Vizebürgermeister bin ich auch, zusammen mit noch zwei Kollegen und der Bürgermeister. Als Reporter von Koch TV bin ich natürlich neugierig, was in diesem Jahr in Genf sich abspielt. Was können Sie mir zu dem Petershaus sagen, was ja irgendwann mal die Gemeinde geerbt hat? Das Petershaus ist ein Museum der Gemeinde Genf. Es ist ein sehr schönes Museum, ein kleines Museum, hat viele Ausstellungen und jetzt ist da eine Ausstellung von Theodor Peters. Der Herr Peters, Theodor, ist ein Künstler, der grenzüberschreitend anwesend ist, sowohl hier als auch in Goch, wohnhaft ist in Goch und jetzt eine sehr schöne Ausstellung hat in das Petersmuseum in Genf. Als stellvertretende Bürgermeisterin wissen Sie ja wahrscheinlich auch sehr viel von der Geschichte Genf. Nicht alles, aber schon ein wenig, ja. Dieses herrliche Rathaus, was können Sie mir dazu sagen? Das Gemeindehaus ist jetzt 401 Jahre alt, also das ist schon ziemlich alt. Das hat seinen größeren Bruder in der Gemeinde Venlo, steht das auf dem Markt. Und das ist die kleinere Version hier in Genf. Die Gemeinde hat da seinen Sitz und es gibt da auch den Fremdenverkehrsverein und natürlich Hochzeiten gibt es hier auch und besondere Veranlassungen. Was wird den Genfer Bürgern denn noch geboten in diesem Jahr? Hast du da nähere Informationen? Ach Joko, das ist so viel, da brauche ich eine Liste, weil das kann ich ja gar nicht alles so. Wir starten dann mal an. Es ist den ganzen Sommer ist hier Summertime am Samstag. Das ist am Nachmittag, dann gibt es hier Live-Musik jeden Samstag. 10 Wochen hintereinander. Die Ausstellung von Theodor Peters ist natürlich jetzt da. Hier hinterm Rathaus gibt es auch einen sehr schönen Turm, der Martinisturm. Da kann man jeden Tag hinein, 10 morgens bis 6 am Abend. Dann haben wir den Vierdachse, Neimingsen Vierdachse ist dieses Jahr wieder in Genf, am Donnerstag, den 18. Juli. Und wir haben die Boxteler Bahnausstellung, die wird hier im Keller von der Bibliothek, auch hier hinterm Rathaus, am 2. Juni starten. Das ist auch sehr anzubefehlen für hier Leute aus Goch. Werden die Angebote auch von Gästen besucht, von außerhalb? Sehr viel. Wir haben mehr als 1 Million Übernachtungen pro Jahr in Genf von Touristen. Also das ist sehr viel. Wir sind sehr international. Liebe Zuschauer von Koch TV, jetzt stehen wir vor dem Petersmuseum. Und der Theodor Peters aus Goch hat in diesem Museum eine Ausstellung. Theo, wem gehört das Petersmuseum und wo kommt das her? Das Petersmuseum, das war von einem Arzt hier in Genf. Und der ist verstorben, hatte keine Kinder und dann hat er das vererbt an die Gemeinschaft. Und jetzt ist es ein Museum geworden. Und wie kommst du als Gocher Künstler, gebürtiger Niederländer, zu der Ehre hier in Genf deine Ausstellung zu zeigen? Ich komme ja aus der Region hier, aus Genf. Wir wohnen jetzt 11 Jahre in Walsdorf. Das heißt, normalerweise gehst du weit über die Stadtgrenzen von Goch hinaus, zeigst deine Ausstellungen. Künstlerisch betätigst du dich schon seit 50 Jahren. Wo hast du deine Kulturen und Bilder schon überall ausgestellt? Ja, ich stelle eigentlich schon ganz lange aus. Ich stehe in Amsterdam, in München, Rotterdam, Düsseldorf, Baden-Baden. Und jetzt die Ausstellungen, die ich jetzt noch habe, das sind in Schouwen-Duiveland, das in Zeeland. Ich stehe 10 Tage und ich stehe jetzt in Enschede und ich stehe wieder in Maastricht und in Kevela. So, Theodor, dann lass uns in die Ausstellung eintreten. Und dann werde ich mir deine Skulpturen ansehen, ich werde sie filmen und den Werdegang so einer Skulptur wirst du mir dann erklären. Ja. In unserem Vorgespräch hattest du mir gesagt, dass du sowohl Skulpturen aus Holz wie aus Bronze machst. Und Malerei. Dann mal ein Bild von mir. Ja.
Wir sind jetzt von draußen nach drinnen gekommen. Wir sind jetzt im Petershausmuseum, wo ich meine Ausstellung habe. Und ich mache Malerei, ich mache Holzskulpturen und ich mache Bronze. Und das Museum ist nicht alleine für die Künstler. Da stehen auch viele Sachen, die alles, was man hier sieht, das sind Ausgrabungen von den Römern und nicht allein von Römern, aber auch hier, was in der Nähe von Gennep. Und Gennep ist eine ganz alte Stadt und da sind viele Sachen gefunden. Wir sind wieder zurück hier im Museum und da sind viele, die hier ehrenamtlich arbeiten. Und eine davon ist die Vorsitzende, das ist Ingrid. Guten Tag und herzlich willkommen in unserem Museum. Wir sind ganz stolz auf unser schönes Museum. Unser Museum heißt Petershaus und das ist genannt nach Dr. Johann Peters. Dr. Johann Peters ist geboren hier in Gennep in 1881 und er ist gestorben in 1964. Der Dr. Johann Peters, der hat dieses Gebäude nachgelassen an die Gemeinschaft von Gennep. Und er hat gesagt, es soll mir freuen, wenn wir hier ein Museum von machen. Und das hat lang gedauert, aber es ist gelungen. Wir haben eine Stiftung, der Dr. Johann Peters Stiftung, und wir beschäftigen hier mit vielen Freiwilligen, beschäftigen wir hier das Museum. Mehr als 40 Leute arbeiten hier kostenlos und es sind hier einige anwesend und die sollten jetzt auch etwas erzählen. Ich habe Ihnen gesagt, dass wir mehr als 40 ehrenamtliche Mitgleiter haben und einen davon ist Manuela Arnsberger. Und Manuela, sie steht neben mir. Manuela, vielleicht können Sie sagen, wie es hier geht und wie es Ihnen gefällt. Okay, es macht mir sehr viel Freude. Ich mache es schon Jahre. Und viele Touristen kommen hier, auch von Deutschland. Also die kommen dann hier im Museum, weil wir Archäologie haben. Aber wir geben auch Informationen über die Gegend. Und ich bekomme selbst auch da Energie von. Es ist immer ein schöner Mittag. Wir sind am Mittag geöffnet. Und ja, bis 5 Uhr. Und das macht mir immer sehr viel Freude. Dankeschön. Theodor, wir stehen vor deinen ersten Skulpturen. Was wolltest du damit aussagen? Ich habe immer dann Holzskulpturen gemacht. Ich tue das dann schon 50 Jahre. Und das ist verschiedene Holzsorten habe ich ausprobiert. Ich habe Eiche, ich habe Buche und ich habe Kieferholz. Und das, was Sie hier sehen, diese Figur, das bedeutet Edelweiß. Er klettert einen Berg hoch, um eine Blume zu pflücken. Das ist, ich habe hier eine Figur gemacht, das ist dann ein Jockey auf dem Pferd. Aber ich brauche nicht mehr zu machen, weil die Leute denken dadurch der Kopf. Und dann haben wir hier, und dann haben wir da eine, der macht einen Sprung in die Tiefe, weil wir stehen im Leben manchmal auf eine, und da möchte man eigentlich weg vom Fenster. Und das ist er. Und das ist die dicke Dame. Ich habe mich inspirieren. Wir stehen hier jetzt vor einer Figur und das ist Beuys. Ich habe versucht, ihm nachzuahmen und ich habe einen Eichenklotzen genommen und dann habe ich den gemacht. Es ist nicht so, dass ich die Figuren von Beuys möge, aber ich finde wohl, er war erneuernd. Und darum habe ich das gemacht. Diese Dame, für viele ist das eine bekannte Figur, das ist der Schrei von Münch. Und der war 100 Jahre jetzt als Künstler bekannt. Und ich habe ein Foto gesehen in Zeitung und ich habe das gemacht als Figur. Wir stehen hier auch für Malerei und ich mache dann eine Malerei und das wird in Zinn gegossen und das tut niemanden. Und die Rahmen, die da drum sind, die sind in die gleiche Farbe als das Zinn und das wollte ich auch so haben.
Diese Figur, die hier jetzt kommt, das ist genauso wie die andere, ist auch gegossen mit Metall in meiner Malerei und die heißt dann auch Guck mich an. Die Figur, die jetzt hier steht, weil ich habe am Anfang gesagt, ich mache auch Bronze und das ist eine Bronze und die Bronze, die heißt Küsse mich. Und ich habe mich inspirieren lassen durch Muttertag. Da steht eine Figur jetzt und die heißt Tango. Die Figur ist patiniert, eine ist patiniert und die andere nicht, weil Bronze besteht aus Kupfer mit Zink und das sind mehr Messingfiguren. Und darum finde ich das schön, dass das unterschiedlich von Farbe ist, die Frau und der Mann. Jetzt sind wir wieder bei ein paar Figuren und das ist, ich habe mich lassen inspirieren durch, das ist sehr aktuell auf den Moment, weil er hat ein Handy am Ohr und er ruft eigentlich ein Taxi, weil die gehen nach dem Fest. Jetzt gehen wir nach oben, nach Obergeschoss, weil da stehen auch viele Sachen von mir. Zuschauer von Gogh TV, folgt uns. Ja, wir stehen hier jetzt für eine Figur und das ist der Einhorn und der ist jetzt sehr aktuell. Aus Kieferholz habe ich die drei Figuren gemacht, das ist der Drilling. Meistens ist er Zweiling, aber Zwillinge, aber das ist ein Drilling. Das, was wir hier jetzt sehen, das ist, der heißt Nix im Kopf. Und dann, ich bin inspiriert durch Politiker, der viele Leute reden, aber haben nichts im Kopf. Das hier sind die gleichen Malereien wie unten, mit Zinn gemacht, aber da ist auch Glas drin und die sind gemalt auf Schichtenholz. Die Figuren, die hier stehen, das sind jetzt Bronzefiguren und da bin ich mit angefangen. Und den Anfang, das ist für 50 Jahre zurück, die sind eigentlich im Holz gemacht und von den Holzfiguren ist eine Form gemacht und da werden die jetzt gegossen in Bronze und das heißt Familie. Diese Figur ist gemacht aus Kieferholz und das sind alle Schichten und die habe ich gemacht eigentlich vor einem Museum in Utrecht. Da darf man nur kommen, wenn man alles aus Holz macht und ich habe selbst, der Riemen, der hier ist, ist ganz aus Holz. Und die Figur, die habe ich genannt Jeans. Ein weiteres Ausstellungsstück von mir, das ist Fußball, heißt er. Und ich habe mich inspirieren lassen durch Figuren. Früher waren Eisen, kleine Eisenfiguren, die man aufdrehen konnte. Und dann habe ich diese gemacht. Und die Zeit ist auch mal, um zu wissen, wie lange man darauf arbeitet. Auf diese Figur habe ich 3 Monate Arbeit. Hier steht wieder eine Figur aus Kieferholz und ich bemale die eigentlich mit Acrylfarben, das ist auf Wasserbasis. Die Figur, die heißt Reißverschluss. Das, was wir hier sehen, die heißt Cocon und das ist eine von meinen Lieblingsfiguren. Und Cocon heißt, dass ein Mensch eingeschlossen ist in eine Hülle. Diese Figuren sind gemacht in 2015 und die heißen Der Dialog. Das sind 2 Menschen im Gespräch. Theodor Peters aus Gogh hat eine Ausstellung in dem Museum in Gennep, in dem Dr. Peters Haus. Und wir stellen aus über 2 Etagen. Und die einzelnen Skulpturen hat er mir erläutert. Und ich wünsche ihm von Gogh TV auch sehr viele Zuschauer und ganz leise auch sehr viele Leute, die seine künstlerischen Dinge kaufen. Theo, in einem Vorgespräch hatten wir ganz kurz angedeutet, wie das mit der Entstehung so einer Figur ist. Versuch mal in 1-2 Sätzen mir zu beschreiben, in wie viel Arbeitsgänge du so eine Figur erstellst, von der Idee bis zum Guss und zur Reinigung. Wenn man eine Bronze macht, dann muss man erst ein Rolling machen. Und der Rolling kann von Holz, von Stein, alles sein. Um der Rolling, da macht man eine Form von Silikone und in die Silikone wird Wachs gegossen. Und die Wachsfigur, die da rauskommt, die wird eingepackt in Ton. Und der Ton wird gebrannt
der Wachserlauf wieder raus, weil er schmelzt. Und dann gießt man da 1200 Grad Bronze rein und da wird kaputt geschlagen und da kommt wieder. Diese raus. Bilderwand, die man hier sieht, die habe ich auch wieder gemacht mit Zinn und Acrylfarbe. Und die Rahmen, die man wieder sieht, die sind genauso wie unten und die anderen. Und das ist ein bisschen moderner. Nachdem ich die Bilder gemalt habe in Acrylfarbe, dann mache ich eine Form, von, um das Zinn zu gießen. Und dann wird das mit Acryl wieder da drauf geklebt, weil Acryl ist auch eine Klebmasse. Diese Figur, die habe ich gemacht, das ist der Schrei, weil in dieser Welt ist viel Unruhe und alles. Und ich war beim Zahnarzt und dann habe ich die Prothese mitgenommen und die habe ich hier rein. Ja, Theodor, jetzt haben wir den Rundgang beendet im Genep. Und was du noch nicht erwähnt hast, ist deine Frau. Was wärst du bei deiner ganzen künstlerischen Arbeit ohne deine Frau? Ohne meine Frau würde ich gar keine Ausstellungen machen, weil sie betreut mich schon mehr als 50 Jahre bei meiner Ausstellung. Und wenn die Ausstellungen nicht machte, dann würde ich nirgendwo kommen und nirgendwo hingehen, weil ich bin Künstler und ich mache nur Kunst. Und ich bedanke meine Frau auch dafür. Da müsste sie ja eigentlich mal in unserem Bild kommen. Eigentlich wohl, weil sie gehört eigentlich dazu. Das ist meine Frau und die macht für mich all die Ausstellungen und wenn die das nicht machte, dann würde ich nirgendwo kommen um eine Ausstellung. Und dafür bedanke ich meine Frau, weil wir tun das schon 50 Jahre zusammen.